In diesem kleinen Video sehen wir uns hinterlegte Kundenrabatte an. Und zwar Kundenrabatte, da würde ich gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen, damit Sie wissen, von was wir reden. Im Kundenstamm haben Sie die Möglichkeit, bei einem definierten, angelegten Kunden sogenannte Rabatte zu hinterlegen. Hier bestimmen Sie, wie viel Prozent der Kunde Nachlass bei einem Einkauf in Ihrem Hause bekommt. Außer es sind natürlich Angebotsartikel, auf die gibt es natürlich keinen Rabatt, oder sind Warengruppenverkäufe, bei denen Sie gesagt haben, dieser Artikel ist generell nicht rabattfähig, zum Beispiel Presseerzeugnisse. Okay, an dieser Stelle möchte ich nochmals darauf verweisen auf ein Video, und zwar Preislistenverkäufe. Das heißt, Sie können bei einem Kunden, kurz angerissen dieses Thema nur, verschiedene Preislisten hinterlegen, dass Sie sagen, der Kunde bekommt nicht den Standardpreis im Artikelstamm, sondern bekommt einen eventuell hinterlegten Preis der Preisliste 4 oder 3, die im Regelfall schon günstiger sind als der Standardpreis, weil die unter Umständen mit Abnahmemengen gekoppelt sein können. Das heißt, wenn der Kunde 10 Stück nimmt, kann es billiger sein, als wenn er nur 1 nimmt. Wenn Sie solche Konstellationen fahren, kann es durchaus sein, dass Wawi dann sagt, okay, ich nehme jetzt anstatt 99 Cent, nehme ich jetzt die Preisliste 3, 80 Cent und gebe darauf nochmal 10%, weil Sie haben es ja so gesagt. Solche Konstellationen bitte ich Sie eindringlichst, in Ihrem eigenen Interesse nicht zu verwenden, denn es wird schnell unüberschaubar. Und dann wundern Sie sich, warum Sie plötzlich unter Umständen an einem Artikel fast nichts mehr verdient haben. Denn wenn Sie einen reduzierten Preis durch eine Preislistenzuordnung dem Kunden schon zuweisen, dass Sie sagen, du kriegst es ja billiger, geben nochmal Prozente drauf, dann kann es sein, dass Sie schnell ins Minus mit Ihrer Kalkulation rutschen. Ich persönlich empfehle Ihnen die klare und strukturierte Trennung, dass Sie sagen, entweder Preisliste oder entweder Rabatt. So, das ist kein Problem. Das heißt, bei dem einen Kunden können Sie sagen, du kriegst die Preisliste 5 oder 3 und beim anderen Kunden sagen, du kriegst 3%, 5%. Das ist kein Problem, aber machen Sie bitte nicht beides, also nicht so ein Misch. Okay, also lange jetzt im Background hier noch ein bisschen rumgewühlt, aber wir kommen jetzt in die Praxis. Wir haben jetzt mal 3 Artikel eingegeben. Praktische Situation, der Kunde kommt im Laden, legt es auf die Theke, sagt, ich schaue noch. Oder er sagt, ich, so, da hast du es, ich will es jetzt kaufen. Sie geben die Artikel ein, dann sagt der Kunde, hey, ich bin aber bei dir als Kunde registriert, lieber Chef, ich kriege 2%. Okay, dann ist kein Problem, dann gehen Sie auf Kunde. Sie könnten jetzt den Kunden suchen oder in der Liste einfach anklicken. Also ich sage, ich suche jetzt einfach mal nach Firma. Ach ja, da ist er ja schon, hier unser Rainer Franz, jetzt sage ich ausgewählten Kunden übernehmen. Wawi sagt, hey, pass mal auf, beim Rainer Franz, da sind vielleicht 10% Rabatt hinterlegt, soll ich die jetzt anwenden, ja oder nein? Dann können wir sagen, ja, das will ich machen oder das will ich nicht machen. Wenn ich sage, ich wende den Rabatt an, dann passiert jetzt Folgendes. Dann werden auf die Artikel, die rabattfähig sind, die 10% Rabatt angewandt. Wir sehen hier, dass wir einen Originalpreis von 15,99 haben, nun einen Einzelpreis von 14,39 haben und hier den dementsprechenden Rabatt dazu. So, wunderbar. Jetzt können Sie sagen, ja, warum ist dieser Artikel nicht rabattfähig? Ganz einfach. Über Infos können wir ganz schnell auf Bearbeiten zum Artikel springen. Das ist so cool, weil alles in Wawi Profi 3 innerhalb von wenigen Sekunden erreichbar ist, weil alles miteinander verknüpft ist. Hier sind wir beim Testartikel, den wir gerade in der Kasse gesehen haben. Bei Staffel und Preise PVA können wir sehen, dass dieser Artikel die Angebotsklausel enthält. Das bedeutet, ein deklariertes Angebot ist nicht rabattfähig. Das bedeutet, da kann drinstehen, was will, auch wenn Sie den Artikel super gut kalkuliert haben. Aber sobald Sie sagen, ich bin ein Angebot, dann ist jede Form von Rabattierung oder von Nachlässen komplett ausgeschlossen. Zudem ist das Ganze ja visuell gekennzeichnet. Sie haben in der Kasse hier für den jeweiligen, also wenn es ein Angebotsartikel ist, hier einen roten Punkt, und das ist cool. Also Sie sehen sofort, ah ja, das war ja ein Angebot. Und wenn der Kunde sagt, ja, warum kriege ich da nichts, dann sagen Sie, weil der rote Punkt ist, ist ein Angebot. Alles klar. Nun machen wir die andere Situation, dass der Kunde kommt und sagt, hey, ich bin's, der Rainer Franz, und ich kaufe jetzt bei dir ein, lieber Chef. So. Dann legt er Ihnen alles auf die Theke hin, und bevor Sie etwas eingeben, wählen Sie jetzt den Kunden aus mit der gleichen Vorgehensweise wie gerade vorhin genannt.
eingeben, hier den Suchbegriff, Kundennummer, EAN-Nummer der Kundenkarte einscannen oder suchen oder anklicken und dann auf Übernehmen. Jetzt haben wir hier den Rainer Franz drin und jetzt können Sie seine Artikel verkaufen, indem Sie die Artikel einscannen, über die Suchliste suchen oder dementsprechend die Schnellwahltasten, wenn Sie die Touchscreen-Buttons, die Touchscreen-Kasse verwenden, einfach reinbeamen, indem Sie draufklicken. So. Und interessant wird jetzt folgendes, jetzt passen Sie auf, wir verkaufen den Musterartikel 3 und automatisch wird nun der Rabatt abgezogen. Wir verkaufen den Musterartikel 2, wird hier nun auch automatisch der Rabatt abgezogen, weil Babi Profi 3 sagt, ich weiß, der Rainer Franz kriegt ja 10% und ich ziehe das jetzt vom Originalpreis ab. Ja, und dann ist es gleich drin und Sie können es hier direkt auf Bezahlen klicken und dann ist der Verkauf schon abgeschlossen. Also es geht beides, dass Sie sagen, ich gebe die Artikel zuerst ein und wähle dann den Kunden aus. Idealerweise ist es natürlich so, dass Sie sagen, ich wähle erst den Kunden aus und gebe dann die Artikel ein. Ja, das war's schon mit den Kundenrabatten.